Guti, willkommen zurück zu Let's Play, der erste Kaiser. Wir haben jetzt Banpo das Dorf endlich zu seiner alten Pracht gebracht, so wie es sein soll, und werden jetzt nach Eritu weitergehen, der nächsten großen Stadt. Hier auf der Ebene von Erlitu soll eine neue Stadt gegründet werden. Der nahegelegene Fluss wird große Mengen köstlicher Fische liefern und der fruchtbare Boden bietet die ideale Voraussetzung für reiche Ernten nahrhaften Weizens. Außerdem können bei Bedarf zusätzliche Lebensmittel aus Hemudu oder Banpo importiert werden. Wie zuvor können in den Brennöfen edle Keramikwaren hergestellt werden. Es heißt, dass die schönsten Geschenke in den kleinsten Verpackungen stecken. Das gilt auch für die winzige Seidenraupe. Dieses wunderbare Geschöpf erzeugt einen feinen Faden kostbarer Seide, wenn es mit zarten Maulbeerblättern gefüttert wird. Weber können diese empfindlichen Fäden dann zu kostbaren Gewändern verarbeiten, die von der an Zahl zunehmenden neuen Elite bereits sehr geschätzt werden. Tatsächlich benötigt ihre Stadt ein besonderes Viertel, das für eine Reihe dieser wohlhabenden Bürger reserviert ist. Da sich die Kunde von der wunderschönen Seide, die in ihrer Stadt hergestellt wird, immer weiter verbreitet, darf es sie nicht allzu sehr überraschen, wenn ein gieriger Nachbar um einige Muster bittet. Haha, okay. Ja gut, wir werden also Nachbarn haben, die es uns vergönnen, hier weiterzumachen, also versuchen wir es. Die Elite von Erlitu. Sie wurden jetzt damit beauftragt, eine Stadt von Grund auf zu bauen. Okay, das machen wir, aber im Prinzip haben wir das ja auch schon vorher getan. Wir haben also weitere Handelspartner, können eben auch die Finanzmittel immer überprüfen. Was hat das jetzt mit der Karte zu tun? Das weiß ich nicht. Betrachten Sie die Karte. Ach so, ja, das tue ich so oder so. Überprüfen Sie die Kaiserreichskarte. Das machen wir auch später. Ah, hier ist sogar noch ein Tipp, wie man das am besten fertig macht. Also hier kommen die ganz normalen Häuschen hin. Das wird für die Elitehäuser sozusagen bereitgehalten. Industrie und so weiter können wir hier unten mit hinmachen. Und Distribution, weiß ich jetzt nicht, was das bedeutet, aber das soll da mit hin. Und hier kommt die Agrarkultur hin. So ungefähr soll ich mir das vorstellen. Gut, das kriegen wir hin, das ist kein Problem. Was sagt der Rest? Was ist das hier? Ach so, es gibt noch besondere Felder. Also bessere Verschönerungen. Aber was bringt mir das, wenn ich das extra mit dran mache? Das bleibt ja dann nicht bei den Häuschen, das ist ja dann wirklich nur auf den jeweiligen Seiten. Nicht besonders gut. So, das ist alles klar, das kennen wir schon. Dann haben wir die Brennöfen ganz normal, das Lagerhaus, wo wir die Keramik mit einlagern können. Wir haben wieder weitere Musiker. Das ist neu. Seidengewerbe, okay. Da werden dann die Maulbeerblätter angepflanzt. Dann haben wir... Was ist das? Lagerhausgeschichten. Okay. Keine Ahnung. Das werden wir alles herausfinden. Das wird sehr interessant. Und hier sind die großen Residenzen. Die können sogar direkt hinter den Gärten fertig gemacht werden. Das ist interessant. Also sind die Gärten gar nicht so verkehrt. Die können wir dann erst platzieren und dann gibt es auch noch Stadtmauern. Ach, du ahnst es nicht. Wo eine Mauer ist, ist auch ein Weg. Fassen Sie ins Auge, eine attraktive Wohngebietsmauer, um Ihr neues gehobenes Viertel zu bauen. Wenn Sie dies tatsächlich tun, rechtsklicken Sie unbedingt auf das Tor und stellen Sie es auf für Marktangestellte geöffnet ein. Und falls Sie den Inspektorenturm neben die Musikschule und nicht auf den Hügel gebaut haben, auf für Gebäudeinspektoren geöffnet. Dasselbe gilt auch für religiöse Fußgänger und Schreine. Okay. Ach, das ist sogar eine Stadtmauer. Oh Gott. Interessant. Die wollen also eine Mauer um sich herum haben, die gehobenen Gebäude. Ja, wir sollten dann erstmal die Geschwindigkeit ein wenig runterstellen, damit wir tatsächlich dann auch in Ruhe bauen können. Wir haben jetzt eine etwas andere Straße, die ist ein bisschen länglicher gezogen, aber trotzdem wird der Markt komplett rumkommen. Wir fangen jetzt an mit einfachen Wohngebäuden, die wir hier einmal komplett die Reihe runter hinstellen. So, auch auf der anderen Seite, das ist unsere arbeitende Bevölkerung. So, je mehr wir haben, desto besser.
Und die gehobenen Wohnungen, die werden später kommen. Da werde ich mich jetzt erstmal noch nicht drum kümmern. Wir brauchen für unsere gehobenen Wohnungen, beziehungsweise erstmal für die normalen Häuser, die Bauernhäuser. Damit wir dann auch das Essen anbauen können. Planieren jetzt auch vorher schon mal die ganzen Bäume weg. Ah, wo ist das Bauernhaus? Da. Hier könnte es stehen. So, dann haben wir Bauernhaus Nummer 1 schon mal. Können dort Weizen anpflanzen. Das ist gut. Weiter weg als drei Felder geht es nicht. Das kann ich mir schon mal merken für die Zukunft, damit ich das immer so bauen kann, wie ich es jetzt mache. Dann planieren wir hier die Felder wieder ab und bauen eine weitere Straße hin. Brauchen dementsprechend auch die Inspektorentürme, damit das alles nicht zusammenbricht. Und eine Sperre, die hier platziert wird. Benötigte Mitarbeiter, ist klar. Ich baue die Sperre mal hier mit hin. Einen Ziehbrunnen sollten wir auch schon mal hinbauen, damit die Leute dann auch wirklich schon das Wasser bekommen, das sie benötigen. Der Wachturm, der kann dann hier drüben stehen. Und auch hier vorne. So ist gut. Wir brauchen eine weitere Sperre hier, damit die Leute wirklich hier ihr eigenes Viertel haben. Als nächstes brauchen wir die Mühle, um die Nahrungsmittel irgendwie einzulagern. Und hier oben sollen nachher die Residenzen stehen. Gut, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir werden jetzt erstmal das Essen weiter anbauen. Du bitte nimmst Fisch an, Hirse, Reis und Weizen, jeweils zu 8. Hast du denn überhaupt so viel Platz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, okay. 4 mal 8, ist in Ordnung. Mhm. Oh, dann gibt es auch einen großen Marktplatz. Da passen dann auch wirklich mehr Läden hin. Aber ich glaube, ein einfacher Marktplatz reicht für die Bevölkerung hier vorne aus. Die können wir sogar hier mit hinsetzen, aber dann hätten wir nicht mehr Platz für irgendwelche Verschönerungen. Deswegen setzen wir den mal, ja, hier unten mit hin. So, auch gleich eine Sperre. Und wir brauchen jetzt noch wesentlich mehr Angestellte. Das bedeutet, wir sollten gleich mal weitere Häuschen bauen. So, das dürfte reichen. Dann geht der Wasserträger gleich rum. Wir gucken mal, was es noch zu essen gibt. Fischerkai. Das könnte hier unten platziert werden, je nachdem, wo wir denn auch wirklich rankommen ans Wasser. Hier zum Beispiel. Benötigt Zugang zur Straße. Sorry. Die Mühle reiße ich wieder ab. Die setze ich dann doch woanders hin. Wo ist die Mühle? Da. So. Gut, so langsam versagt die Stimme, passiert. Aber wir kriegen es trotzdem hin. Die Probleme der Stadt sind nicht so schlimm wie die unserer Vorfahren. Aber man könnte einiges verbessern. Durchaus. Neue Einwohner strömen herbei. Wir haben ja jetzt auch die ersten Leute, die etwas anpflanzen. Wir haben das Fischerkai. Werden dementsprechend auch endlich Nahrung ranbekommen. Sollten auch hier für weiteres Essen sorgen. Das heißt, auch hier eine weitere Mühle hinbauen. Aber hier wird eben auch hauptsächlich die Produktion von Keramik stattfinden. Bevölkerungszahl 100 erreicht. Wir brauchen im Moment noch 22 weitere Arbeitskräfte, bevor wir irgendwas weiter in die Wege leiten können. Heißt, wir stellen jetzt ein bisschen die Geschwindigkeit hoch. Erstmal auf 70%, später auf 80%. Sodass wir jetzt zumindest schon mal an das eine oder andere rankommen. Dann hätten wir Weizen. Die Pfadenahrung ist also schon da. Und Fisch.
Mein Kaffee ist in der Küche. Verdammt, den muss ich mir gleich noch zwischendurch holen. Also nicht wundern, wenn ich mal ganz kurz weg bin. Wir haben 0 Arbeiter nötig, das ist gut. Dann können wir jetzt nämlich so langsam die Läden mit hinzimmern. Und uns schon um die Produktion von Gewerbegütern kümmern. So, die ersten Bauern sind auf dem Feld. Ihr pflanzt alles wunderbar an. Ihr seid toll. Gucken wir mal nach weiteren Fischerkais. Ja, das Problem ist, dass hier auch die Straßen nicht unbedingt optimal gesetzt sind. So, da kommt noch eine Straße mit ran. Und dann brauchen wir noch einen weiteren Wachturm. Wo ist der Wachturm? Da. Okay, Feng Shui sagt, Wachtürme sind hier nicht gut. Da wäre er gut, okay. Gleich mal eine Sperre errichten. Hier werden dann auch die Tongruben und die Brennöfen stehen. Aber das ist schon eine gute Aufteilung der Stadt, das ist okay. Und wir haben immer noch 6 Arbeitslose, trotzdem wir jetzt die ganzen Fischerkais gebaut haben. Die brauchen also nicht viele Arbeitskräfte. Na doch, 10 Stück. Sehr erstaunlich. Okay, das erste Essen kann demnächst verkauft werden. Wasser wird auf jeden Fall schon hin und her getragen. Wobei ich mich jetzt gerade frage, ob der wirklich eine Runde rumgelaufen ist oder nur hier runter und dann wieder hoch. Aber ich glaube, der ist wirklich eine Runde rumgelaufen. Wir sollten uns auch merken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Häuser können nebeneinander stehen und trotzdem kriegt er alle versorgt. Das wird wichtig sein für die Zukunft. Da ist die Sperre schon. Wir sollten auch gleich die Ahnenverehrung mit reinbringen, das heißt einen Ahnenschrein. Wo stellen wir den am besten hin? Feuer in der Stadt? Wie konnte das passieren? Oh, ich habe einen Wachturm gebaut. Nein, Inspektorenturm hätte ich bauen müssen. Okay, den brauchen wir dann auch hier unten. Wieso habe ich einen Wachturm gebaut? Verdammt noch eins. Gut. Wir brauchen wieder Mitarbeiter. Es liegt daran, dass das eine Gebäude hier verbrannt ist. Aber das wurde zum Glück noch gelöscht. Wenn die das jetzt noch löschen, ist alles wieder gut. Dann können wir auch wieder ein weiteres Gebäude mit hinsetzen. Ja, das war meine eigene Schuld. Habe ich nicht drauf geachtet. Aber hier steht definitiv ein normaler Turm. Das heißt, den Wachturm hier unten kann ich auch abreißen. Dann sind wieder weitere Arbeitskräfte frei. 4 Arbeiter sind nur noch nötig. Goodie. So, Gebäude wieder hinsetzen. Weiter geht's. Fisch haben wir. Jetzt können wir wenigstens den Marktplatz ausbauen. Das heißt, Handel, Laden für Nahrung. Kommt erstmal hier mit ran. Geht's euch sonst gut? Ja. Ihr braucht noch eine attraktivere Gegend. Die sollt ihr bekommen. So, und dann fangen wir bald mit der mit dem Gewerbe an. Brauchen dementsprechend also... Entschuldigung. Brauchen dementsprechend also auch Lagerhäuser, Handelsgüter und wenn wir mal auf die Karte gucken, haben wir die Möglichkeit mit Banpo, mit Davenko und mit Hermodo zu handeln. Alle 3 Städte haben bisher noch keine großartige Meinung von uns. Die müssen wir erst mit verschiedenen Waren, möglichst natürlich Geld, versorgen. 8 Arbeiter haben wir noch nötig. Dadurch, dass jetzt hier neue Leute eingezogen sind, brauchen wir noch 5. Das geht. Ja, der Wachturm ist nicht verkehrt. Einfach nur, damit die Sicherheit gewährleistet ist für unsere Leute. Du hast jetzt das erste Mal Essen geholt, kannst sogar schon einfache Nahrung produzieren. Das ist gut. Die Produktion hier unten im Weizen ist nicht besonders hoch. Hier unten ist alles eingestürzt, weil er nicht runtergegangen ist.
Interessant. So, eine weitere Fischerei. Und eine Straßensperre erstmal hier mit dran, damit es sich wirklich bloß um diese Gebiete kümmert. Mehr Platz haben wir aktuell sowieso nicht. Ja, so eine Wachtürme, Inspektorentürme, wie auch immer, brauchen wir tatsächlich häufiger. Da müssen wir echt aufpassen. Ich bräuchte auch noch eine weitere Farm. Wie geht's euch sonst so? Soweit ganz gut, ne? Arbeitskräfte haben sie eigentlich mehr als genug. Insbesondere dann, wenn die hier alle wachsen. Ihr wollt einen Ahnenschrein, also brauche ich ihn doch. Okay. Gut, kommt hier mit ran. Und so können sie wenigstens ihre Ahnen jetzt verehren. Und während wir warten, dass die Leute reinkommen, ich lasse es so laufen, hole ich mir meinen Kaffee. Okay, die Gebäude werden größer, immer mehr Leute kommen in unsere Stadt, sorgen dafür, dass eben die Arbeitslosenquote wieder steigt und wir dann jetzt endlich für unsere Produktion von weiteren Waren sorgen können. Das heißt, wir brauchen jetzt für den Handel Tongruben. Machen wir erstmal zwei Stück und Werkstätten Brennöfen. Ja, die können hier oben mitstehen. Drei Stück. Und wir brauchen noch einen weiteren Inspektorenturm. Und wir brauchen weitere Arbeitskräfte, ist ganz klar. Kümmern wir uns später drum. Kein Fest in diesem Jahr. Bisu Zimt, das neue Jahr ist da. Wenn Sie nur daran gedacht hätten, schon früher ein paar Unterhaltungskünstler anzustellen. Ja, das kann man ja im Laufe der Zeit machen. Das ist ja nicht unbedingt das Problem. So, der Inspektorenturm ist da. Es kommen weitere Leute in die Stadt. Das bringt uns wieder Geld. Und weitere Arbeitskräfte. Wir brauchen aktuell noch weitere 17 Leute. Wir sind froh, dass wir jetzt einigermaßen Fisch haben, aber der Rest fehlt eben noch. Das heißt, hier müssen weitere Leute rein. Was wollt ihr haben, damit ihr größer werden könnt? Attraktivität kann ich euch jetzt nicht bieten. Was brauchst du? Hanf. Oh, ich muss die Hanffarm fertig machen. Stimmt. Sonst haben wir Probleme und wir brauchen auch das Lagerhaus. Vielleicht sollte ich doch erstmal auf andere Weise neue Leute mit reinbringen. So, die werden jetzt noch besser versorgt. Dann sorgen wir für weitere Attraktivität hier vorne, damit die hier größer werden. Und uns weitere Arbeitskräfte bringen. Und dann müssen wir Hanf anpflanzen, unbedingt. Das können wir vorne irgendwo machen. Vielleicht sogar hier noch mit hin. Planieren wir das hier weg und bauen die Hanffarm. Ja, hier mit hin. Da ist es wirklich nicht schlecht. So, Hanffelder. Okay. Reißen wir diese drei Felder wieder ab und platzieren die Straße hier.
Der Inspektor kann überall rumlaufen und wir bauen eine neue Möglichkeit, das ganze Zeug einzulagern, nämlich das Lagerhaus. Es kommt hier vorne mit hin. Es fehlen Arbeitskräfte, ist ganz klar. Rohseide soll da erstmal nicht mit rein. Jade auch nicht. Wir brauchen dort Hanf und Keramik. Und das jeweils zur Hälfte. Das heißt 16 und 16. Gut, das Lagerhaus lagert also alles ein, was wir brauchen, um unsere Leute hier glücklich zu machen. Und sobald die größer sind, können wir uns auch um andere Dinge kümmern. Oh, 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 da ist die Seuche ausgebrochen. Wir brauchen einen Kräuterstand. Und wir brauchen Musik. Das heißt, eine Musikschule kommt hier vorne mit hin. Und dann gibt es die Akrobatenschule, um auch die Häuser hier irgendwann größer zu machen. Später vielleicht, jetzt nicht. Jetzt brauchen wir erstmal die ganzen Arbeitskräfte. Sobald wir Hanf haben, werden wir auch den Hanfladen hinstellen. Erstmal können wir froh sein, wenn die Gesundheit einigermaßen wieder hochgeht. Ja, das sind Dinge, an die ich vorher denken muss. Verdammt noch eins. In den Residenzen, die wir später bauen werden, wird es wahrscheinlich nicht unbedingt an vielen anderen Dingen mangeln. Und da werden bestimmt auch keine Leute mit drin sein, die für uns arbeiten werden. Deswegen sollten wir hier so viele Leute wie möglich hinbauen, die die Arbeit in die Wege leiten. Die Akrobatenschule werden wir dann auch woanders hinsetzen. Das wird dann alles hier irgendwo stehen, damit die hier durch die Sperre durchgehen zum Marktplatz. Ich denke mal, mit Akrobaten wird dann auch das Neujahrsfest umso schöner. So, wir brauchen noch eine weitere Weizenfarm. Es gab irgendwie mehrere Farmen. Was waren das andere? Nee, da nicht. Weizenfeld, Handfeld tatsächlich doch nicht. Maulbeerbaum, ah ja. Und Seidenraupenhütte. Very interesting. Die könnten wir auch hier unten mit hinstellen. Könnten wir aber auch hier hinstellen. Bloß ist hier nicht ganz so viel Platz. Allgemein ist die Karte auch wieder sehr, sehr klein. Ich hoffe ja irgendwann ganz, ganz große Karten zu bekommen.